Ganz kurz in Englisch. This is a very brief tutorial about uh, the Windows layout. It's called uh, Workspaces and it's new in Maya 2017. Wir schauen uns heute die Workspaces an, neu in Maya 2017. Und ähm, ich habe mir hier ein eigenes äh, gemacht und das rate ich euch auch. Das geht über Save Current Workspace As. Wenn ihr in einem Fensteraufbau seid, der euch gefällt, dann Lasst, dann speichert ihn ab. Da kommt ihr dann wirklich praktisch wieder zurück, statt ähm, x Fenster schließen zu müssen und äh, alles wieder zu zerlegen. Ich bin dieser Ansicht hier gewohnt von schon der ersten Version von Maya her, das ist 17 Jahre, glaube ich, her. Und ähm, das einzige, was ich hier zur Navigation äh, benutzt habe, war eigentlich kurzes andrücken der ähm, Leertaste. Das öffnet mir vier Ansichten: die Perspektive, aus der ich gerade komme, die Ansicht von oben, die Ansicht von der Front, also von vorn und das von der Seite. Wenn ich jetzt äh, mit der Maus da drauf bleibe und wieder die Leertaste kurz drücke, dann sehe ich dieses groß und kann mich darauf ähm, konzentrieren, wie meine Szene von der Seite aussieht. Drücke wieder kurz. Schwebe mit der Maus über der Perspektive und bin dann hier zurück. Also, das gefällt mir und so habe ich mir das auch abgespeichert. Ich habe unten die Timeline, auch wenn ich modelliere, habe ich irgendwie gerne die Timeline, weil ich sie gewohnt bin. Das muss man natürlich nicht haben. Manche Leute sagen sogar, es stört. Gut, aber was passiert, wenn man jetzt verschiedene Fenster sich so reingeholt hat, über Workspaces oder anderweitig? Das hier ist jetzt nicht so wild. Aber es sieht schon ein bisschen anders aus. Plötzlich ist eben ein anderes Fenster da aufgetaucht. Aber gehe ich mal zum Beispiel zu Pose Sculpting. Da fehlt mir jetzt hier auf der rechten Seite was. Dann muss ich mir das herholen mit General Editors und den Attribut Editor, der erscheint dann in einem extra Fenster. Und das Extra-Fenster kann ich aber hier andocken. Ja, wenn das so blau unterlegt ist, kann ich es fallen lassen. Und dann ist er plötzlich hier oben. Da will ich ihn aber eigentlich gar nicht haben. Ich will ihn eigentlich rechts haben, aber im Prinzip lässt man ihn auf diese Weise fallen. Wie werde ich ihn jetzt wieder los? Nicht über List und dergleichen, auch nicht über rechte Maustaste. Die tut hier gar nichts, weil auch gar nichts drin ist. Sondern ich nehme den Tab hier oben, also von diesem Reiter eigentlich. Ja, und dann kann ich das ganze Fenster wieder verschieben. Ah, hier, jetzt habe ich es an den Rand geschoben. Wenn ich es hier abziehe und dann schließe, dann ist es wieder weg. Und äh, noch ein Beispiel, ich gehe zu den Workspaces, zu sagen wir mal ähm, UV-Editing. Auch hier, das gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich modellieren will, habe ich aus Versehen angenommen, jetzt hier hergestellt. Äh, ich nehme den Reiter, ziehe ihn ab. Schließe ihn. Da komme ich schon wieder auf was Vertrautes hier unten. Ähm, hier habe ich den, die Tool Settings beim Attribut Editor. Auch das kann ich abziehen, weg ist es. Und den Attribut Editor ziehe ich auch weg. Und dann bin ich quasi wieder zu Hause. Und, ähm, aber um richtig zurückzukehren, müsste ich jetzt die Timeline wieder einführen. Umständlich. Mh, General Editors würde ich mal sagen, ist die Timeline, wo ist sie? User Interface das ist es viel besser. Der Time Slider und der Range Slider landet dann hier. Ich will ihn aber hier unten haben. Also ziehe ich ihn nach unten, bis es blau wird. Und dann macht er sich hier breit. Aber wie gesagt, ich habe mir meinen Workspace gemacht. Und dann bin ich hier wieder zurück. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Mich hat es einige. Nachdenkarbeit gekostet, aus diesem Fenstergewusel wieder rauszukommen, aber wenn man mal dieses Paradigma kapiert hat, wie das gemeint ist mit dem Andocken und dem Wegziehen, dann ist es eigentlich ganz okay.